Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footcraft Gaming Video hier auf meinem Kanal. Was war sonst, Leute? Heute versuchen wir ein, ja, sozusagen volles Argentinien-Icon-Footcraft. Ja, wir versuchen alle argentinischen Icons mitzunehmen, die wir bekommen, und damit dann ein Footcraft zu bauen. Ja, so sieht's aus. Ihr könnt gerne reinschreiben, welche Nation wollt ihr beim nächsten Mal sehen. Ja, also Deutschland, England, Spanien, Italien, was weiß ich, Italien hat, oh, verdammt viele Icons. Schreibt's mal rein, ich bin gespannt. Und dann können wir mal schauen, dass wir demnächst das Ganze noch mit den anderen Nationen der Icons machen. Also schreibt's rein, Leute, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke, wir müssen uns dazu erpassen. Wir starten ins Video, bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Okay, 4-3-2-1. Perfekte Formation eigentlich. Wow, Crespo, Digga. Oh, hätte nicht als Dings kommen können. Wenigstens als bessere Icon. Oh, Junge, bei wie vielen Vereinen war der auch wieder? Bei Chelsea war der, bei Inter, beim AC Mailand. Der war bei Inter und ein Jahr später war der beim AC Mailand. Digga, das ist doch Hochverrat. Na gut, dann bei Chelsea und dann nochmal bei Inter. Also bei Inter hat er Bock gehabt, ne, der Crespo. Der Crespo hat Bock gehabt. Ja, nehmen wir Herrn Crespo mit. Hat der eigentlich eine... Ich bin ja überlegen, ob der... Eine Icon-Dings, wie heißen die? Ihr wisst, welche Icon-Karte, ne? Die letzte. Ihr wisst es. Ob der so eine gepushte noch hat? Ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht auf den Namen. Ich bin komplett lost. Gerade Zanetti. Sag mal, was ist hier los? Die argentinischen Icons sind am Start, oder was? Der war auch bei Inter. Junge, 860 Spiele für Inter. WTF. Schmeckt die ganzen Inter-Icons hier, oder was? Ja, so muss das Ganze laufen, Digga. Inter-Mailand, Icon-Draft, easy da. Ja, nehmen wir Zanetti mit. Wie mal Shop auschecken, Leute, ne? Wer Bock hat, nice Designs gibt's in Schwarz, in Weiß. Als T-Shirts, Pullover, wie immer in diesem Design. So gibt's das Ganze auch noch. Als T-Shirts, Pullover, in Weiß, in Schwarz, in Orange, Blau, Rot und Grün. In die vier Camouflage-Farben. Ja, checkt es aus, ne? Ich danke euch. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe gibt es auch noch. Handyhüllen haben wir auch noch am Start, ja. In Orange, Blau, Rot und Grün, in vier Farben. Und wenn ihr Bock habt, gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu, ja. Also checkt es mal gerne aus. Ich danke euch, danke an jeden, der mich da unterstützt. Wir gehen ins Mittelfeld. Ja, mal gucken. Oh, De Paul, haben wir die nächste argentinische Ikone ist da, Alter. Was ist hier los? Warum haben wir das jetzt tatsächlich mitgenommen? Aber eigentlich als nicht trotz. Weiß ich auch nicht, Alter. Können wir Pogba mitnehmen? Ne? Vielleicht kriegen wir noch De Paul als trotz. Nehmen wir Pogba. Wir warten ab, Leute. Wir warten erstmal ab. Okay, Innenverteidiger. Erster Innenverteidiger. Let's go. Come on, Van Dijk oder so. Ja, Alderweireld. Ist okay, Junge, diese Karte immer wieder von, wenn ich diese Karte immer wieder sehe von Eder Militao, denke ich mir nur so, Bruder, was ist verdammt nochmal mit dir los? Das ist 96 Antritt, Alter, das ist doch zu krass. Ich bin echt gespannt, nächstes Jahr bei Real Madrid, Alter, wie der da zocken wird. Ja, wir nehmen aber trotzdem Alderweireld mit. Glaub mich nicht, bessere Karte für Footcraft. Für Footcraft ist besser, vor allem fürs Rating. Okay, wir gehen ZM. Und dann Linksverteidiger, der wird auch wieder gut. Das sieht man schon an der Animation. Ja, Vinialo. Also, wir haben so angefangen mit den argentinischen Icons. Jetzt kriegen wir nur Premier League-Spieler. Premier League sind auch nicht so viel. Obwohl, ja, es geht, sind schon ein paar Argentinier. Ah doch, es geht eigentlich. Bei City haben wir Agüero. Gibt's noch aus der Premier League Argentinier. Caballero auch. Ne, bei Chelsea ist der mittlerweile, ne? Legende. Otamendi auch. Ah doch, es gibt ein paar Argentinier gibt's schon in der Premier League. Okay, Linksverteidiger. Let's go. Schulz. Robertson, Schulz. Fabian Delphs noch da. Ne, war Schulz. Jawohl. Robertson gibt es auch als Tots, wäre unnötig. Schulz bringt zwar gar nichts an Chemie. Absolut gar nichts. Aber scheißegal, nehmen wir erstmal mit. 92er Tots ist in Ordnung. Okay. ZM, Innenverteidiger, Torhüter. Danach, wie immer, zu guter Letzt die Offensiven. Come on, der zweite Mittelfeldspieler muss noch gut werden und das sieht wieder gut aus. Mit Arthur. Sarabia gibt es momentan Gerüchte mit Paris Saint-Germain, also jetzt, wo ich es aufnehme. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es jetzt aussieht, wo ihr das Video seht. Kann sein, dass der Deal schon durch ist mittlerweile. Kann auch nicht sein, vielleicht ist noch gar nichts passiert, ich weiß nicht. Ich glaube, wir nehmen Aouar mit. Den gibt es zwar als Tots, aber den kann man nicht kriegen, weil er hat die Dingskarte. Das ist eine SBC-Karte, die kannst du ja nicht in den Drafts bekommen, von daher nehmen wir den mal mit, den Aouar.
Okay, Innenverteidiger, Torhüter und dann geht's auf die Flügel. Come on, Dante. Okay, wir kriegen einige Totzkarten. Das gefällt mir schon mal. Problem ist nur, Itzo ist zwar saftig, aber bringt uns Abschluss 33, alter Maschine. Könnte man vielleicht auch mal im Sturm ausprobieren. Nehmen wir auch mit. Bringt uns natürlich erstmal für die Chemie absolut nichts. Genau wie alle anderen hier auch, Alter. Also die Ecke hier, die hat... Also das Dreieck hier, das hat gar keinen Bock, sich auch nur irgendwie annähernd ein bisschen zu linken. Okay, Torwart. Das am besten wäre eine Icon jetzt, ne? Komm. Gönnen wir wenigstens eine Icon. Ja, Digga, Lehmann, Alter. Auf Ansage kommt sogar noch eine Icon, Alter. Geil, Mann. Der war der Einzige, der uns jetzt hier retten konnte, ne? Also der die Chemie annähernd retten konnte da hinten. Aber sonst wäre er komplett lost gewesen. Okay, nehmen wir Lehmann mit. Rechter Flügel, linker Flügel. Ab geht's. Gareth Bale, Attacke. Gibt da doch nochmal eine Icon, ey. Das kann nicht dein Ernst sein, ey. Mein Gareth Bale 89er. Come on, Bruder. Come on. Ja, wir können alle anderen Premier League-Spieler mitnehmen. Die würden natürlich Pogba linken. Aber wir nehmen mal Bale mit. Low-rated alle. Von daher. Gut, haben wir eigentlich eine Inter-Mailand-Karte bislang oder so mal gehabt? Zum ehrenhaften Support von Crespo und Zanetti? Ich glaube nicht. Ich hoffe mal, ich habe keine übersehen. Aber ich glaube, wir haben keine gehabt bislang. Vielleicht auch im linken Flügel. Ah, auch nicht, Alter. Borini. Der sieht ein bisschen aus wie Messi. Mit der Frisur, mit dem Bart. Wo Messi noch die blonden Haare hatte. Könnt ihr euch noch erinnern? Digga, 1:1 Messi. Der Borini. Okay, wir gehen aber immerhin mal in die Serie A. Und da haben wir einen Erzfeind hier, ne? Von Crespo. Aber Crespo auch mal beim AC Mailand gewesen. Also von daher eigentlich kein Erzfeind. Okay, naja, gut. Also, was ist das für ein Team? Guck mal, es sind fast alle über 90. Außer halt Zanetti und Crespo. Obwohl das Icon sind, ist schon ein bisschen komisch. Aber gut, Gareth Bale nicht. Und dann kommt Borini, der aussieht wie Messi. Aber leider nicht auch nur annähernd das Rating von Messi hat. Wäre auch zu schön, ich sag's euch. Sissoko, Savanier, Valdes. Warum haben die ganzen Innenverteidiger aus dem Rest der Welt Team of the Season alle um die 80 Tempo? Ey, es gibt so viele, Antritt 70, ja gut, danke dafür. Ey, es gibt so viele von den Rest der Welt Innenverteidiger, Tots, die alle 80 Tempo haben. Das ist krass, Mann. Savanier könnte eigentlich... Dann können wir mit dem guten Aouar linken. Spielt bei Nim, spielt der. Sissoko haben wir auch noch. Da hätten wir natürlich den nächsten Premier League-Spieler. Sissoko wäre eigentlich wichtig. Oh, der würde natürlich auch Alderweireld linken. Eigentlich muss ich Sissoko mitnehmen, aber dieser Savanier ist auch schon nicht schlecht. Wir nehmen ihn einfach mit auf Risiko. Komm, was soll der Geiz? Eigentlich war das so dumm, ey, ich sag's euch. Aber naja, das bringt auch wieder nichts. Ey, Sissoko hätte denn so viel gebracht. Das war einfach dumm wieder. Das war einfach dumm, Mann. Aber ich wollte ihn mal mitnehmen. Hat 93, Sissoko mit 88. Wenn man ehrlich ist, ja auch kein guter High-Rated Tots. Also von daher lassen wir ihn erstmal liegen. Jan Maat und Davies. Davies könnte gut werden für die Chemie. Nehmen wir mal auf Absicherung mit, würde ich sagen. Schon mal Linksverteidiger. Würde 7 Chemie erstmal mehr bringen. Naja. Lassen wir allerdings erstmal draußen. Die letzten 3 Spieler auf der Reservebank noch. Und dann noch die 7 Auswechselspieler. Willian, Bergwin, Bruno Fernandes. Oh, Mondi. Boah, auch kranke Werte. What? Der 5 Sterne schwache Fuß und 4 Sterne Skills wusste ich ja gar nicht. Heftig. Digga. Das wusste ich nicht, dass er 4 Sterne Skills hat und 5 Sterne schwacher Fuß auch noch dazu. Ist ja mega krass. Geht jetzt weiß ich, warum Real den gekauft hat. Perez, der Präsident von Real, hat einfach FIFA geschaut. 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills. Ja gut, den kaufen wir. Let's go. Mordi nehmen wir, glaube ich, jawohl. Ja, doch, warte mal. Ah, jetzt könnten doch die... Bruno Fernandes ist auch saftig, aber wir nehmen Mordi mit. Mandy kommt erstmal hier rüber, zack. Und jetzt bringen doch die Liga-Spieler was, die wir mitgenommen haben. So, nice. Wenn wir jetzt hier Sissoko hätten für Pogba, wäre natürlich saftig. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Chemie, aber man kann nicht alles haben, Leute. Man kann leider nicht alles haben. Abdul Rahman ist auch Legende, 5 Sterne Skills. Absolut legendärer Afro hat der Typ. Und 99 Tempo, 99 Schießen, Alter. Maschine. Und Allen, Alter, mit seinem Riesenkopf. Okay, nehmen wir Abdul Rahman mit. Okay, komm, lass den nochmal gut werden, bitte. Ja, das sieht gut aus. Naja, gut. Hey, obwohl, Liga, Neymar. Das passt doch schon mal gut. Nice, das erste Mal, dass ich gefühlt Neymar überhaupt linken kann. Sonst kann ich Neymar nie linken, aber dadurch, dass wir jetzt die Liga-Spieler mit haben, können wir den diesmal sogar linken, den Neymar. Sehr nice. Okay, dann haben wir nämlich erstmal hier unseren Messi draußen. Messi kommt erstmal auf die Bank hier. So, zack, die beiden tauschen wir noch. 91er Wertung. Oh, geht klar, Mann. Geht klar, 91er Wertung, 93er Chemie ist okay fürs Erste. Rodri ist noch da.
Lacazette, Ederson und Douglas Costa. Wir nehmen Rodri mit. Naja, 88er Tots. Auch nicht so high rated. Oh, wir haben mal hier von Inter Mailand einen Spieler. Icardi. Ich fasse es nicht. Das ist, glaube ich, der erste Inter Mailand. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Ich glaube aber nicht. Der Junge war noch am Start mit 91er. Na, geht klar. Aber wir nehmen hier Icardi mit. Ich hoffe mal, ich habe keinen übersehen. Ey, das wäre natürlich wieder komplett lost von mir gewesen. Habe ich irgendwo einen übersehen? Ich bin gerade überlegen, ob mir irgendeiner so auf die Schnelle einfällt, wo ich jetzt wieder denke, oh, warte mal. Da war ja ein Inter-Spieler. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Icardi war der erste von Inter, den wir bekommen haben, ne? Ich meine schon. Naja, gut. Ich hoffe nicht, Digga. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gesehen, wenn ich wieder einen vergessen habe. Ikea. Schon wieder dieser Ishizaki. Der Typ ist auch Legende. Fletcher ist auch noch am Start. 44 Tempo. Ja, gut. Ungefähr mein Tempo. Die letzten vier Spieler, komm. Gehen wir mal irgendwie. Aber generell gibt es irgendwie. Ah, Perisic. Oh, Maradona. Maradona. Oh, Digga. Scheiße. Aber Maradona ist Icon. Icon ist Icon. Ich wollte gerade mal schauen, ob der bei Inter war. Aber war der nicht. Ne? Er war nur bei Neapel in der Serie A. Der war nur bei Neapel. 8 Jahre war der bei Neapel. Krass, ne? In Barcelona war der nur 2 Jahre. Heftig, ey. Okay. Aber wir nehmen Maradona mit. Wir haben natürlich eigentlich jetzt hier Perisic. Aber. Da hätten wir nochmal den nächsten Inter-Spieler. Aber nee, wir können kein Maradona liegen lassen. Ihr wisst es, Icons sind Icons und Icons haben bekanntlich immer Vorrang. Und das ist nämlich die dritte argentinische Icon auch, die wir hier bekommen. Also wenn das kein volles argentinisches Icon-Team ist, dann weiß ich es aber auch nicht, Alter. 3 verdammte argentinische Icons. Aber da muss ich ja ganz dringend los. Warte mal, passt das hier? Nee. Ja, 95 Chemie trotzdem erstmal nur. Aber wenn wir unseren Itzo austauschen, dann müsste das eigentlich passen soweit. Ah, wir schauen mal gleich. Ich packe erstmal hier diesen Fletcher nach ganz hinten, Alter. Das ist ja Krise hoch 10. So. Ah, 92er Wertung ist auch am Start. Komm, gibt es überhaupt noch eine? Ich glaube, haben wir alle argentinischen Icons jetzt bekommen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Kein Plan, ehrlich gesagt. Boateng, bringt er was? Natürlich. Ah, doch. Ah, der linke Lehmann nämlich. Ah, 3 Chemie mehr nochmal. Geile Sache. Die letzten 2 Spieler. Come on. Gönne mal was. Kuhn. What? 95 Tempo. Was ist das denn? Dritte Liga, 95 Tempo. Ja, der ist richtig schnell dabei. Nehmen wir mit. Und letzter Spieler des Teams. Alter, wie viel Totzkarten haben wir auf der Bank, Mann? Kranker Scheiß. Und, aha, keine argentinische Icon mehr. Das war's dann, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Wir schauen mal, ob wir auf 100 Chemie kommen. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir haben sogar noch einen argentinischen Trainer hier. Der bringt auch nur einen Chemiepunkt. Checkt auch gerne meinen Shop aus. Ja, nice Designs in schwarz, in weiß, als T-Shirt, als Pullover. Das hier gibt's auch als T-Shirt, als Pullover in schwarz, in weiß. Orange, blau, rot, grün, die 4 Camouflagefarben, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice, LED-Lampe gibt es auch wie immer. Was haben wir noch? Hier Handyhüllen, ja, auch wie immer in orange, blau, rot und grün, die 4 Camouflagefarben. Und ja, hier gratis Autogrammkarte, ja, gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also checkt mal gerne aus. Ich danke euch, danke an jeden, der mich das supportet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute, ne, würde ich sagen. Heute, morgen, wann auch immer uns. Ciao. 2-1.